Hi Leute, Jago hier mit einer weiteren Folge Salt and Sacrifice. Ne, warte. Ich spiele gar nicht Salt and Sacrifice. Ich spiele Dolmen. Genau. Spiele, Namen, alles durcheinander spielen, immer schlau. Und das letzte Mal haben wir aufgehört. Davor. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es ist. Wir finden es jetzt raus. Hi! Darf ich kurz stören? Sieht aus, als wäre es Teil von irgendwas Größerem. Kann ich drauf schießen? Ja, kann ich. Und ich weiß nicht, ob das schlau war. Nur weil man etwas kann, heißt es nicht, dass man das sollte. Es ist echt weit weg. Das hat doch bestimmt einen Rage-Angriff. Ich muss! Oh nein! Okay, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Jetzt hätte ich hier halt eine dramatische Musik gerne mir gewünscht. Aber gut, dann laufe ich halt auch einfach auf das Ding zu. Piu, piu, piu. Ach Mann, bleib hier. Wow! Was? Was? Wieso bin ich ins Universum geflogen? Was hab. Hä? War das Absicht? Soll das so sein? Das soll doch so nicht sein. Moment, bevor wir gegen das Ding fighten, will ich jetzt erstmal meine 7-Dolmen-Splitter haben. Nicht, dass das wieder passiert. Aber offensichtlich kann das Ding mich ja one-shotten. Ohne Sinn und Verstand. Das war ja merkwürdig. Das ist komisch, wenn das Geräusch plötzlich aufhört. Ich will das Ding aber tot sehen. Ich will's ermorden. Ich will seine Eingeweide auf dem Schwarzmarkt verkaufen. So wie ich das sonst auch immer mache, wenn ich das umbringe. Guter du Marsch, guter du Marsch. Da hinten fährt es, ich höre es. Komm raus! Wo auch immer du bist! Ich bin bereit! Jederzeit! Ich bin in Form! Ganz enorm. Du musst nur rauskommen. Hallo. Na gut, dann kommst du halt nicht raus, dann gehe ich halt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt weg. Nur für den Fall, dass du mich noch aufhalten willst. Ich gehe. Okay. Das war der merkwürdigste Raum, den ich seit langem gesehen habe. Gut. Betrete Bohrerturm. Irgendetwas bewegt sich im Untergrund. Wir müssen von hier verschwinden, bevor der Boden uns verschluckt. Ich habe schon eine grobe Vorstellung, was sich unter dem Boden bewegt. Ach, wir sind auf einem Basar. Auch schön. Sieht ein bisschen so aus. Kann ich hier noch irgendwas irgendwo looten? Gibt es hier noch irgendwo Lore, die ich mitnehmen kann? Weil ich bin ja doch sehr angetan von der Story. Mich interessiert die ja schon. Warte mal, was? Oh. Oh. Erinnert ihr euch, was wir mal am Anfang gesehen haben, wo ich gesagt habe, das ist ein Kopf? Das ist der Rest von dem Ding. Oder von so einem Ding. Die sind ganz schön groß. Ach, du Scheiße. Cooles Design. Aber, warum ist ein Sandsturm? Nun. Ziehen wir weiter, als hätten wir nichts gesehen. Lassen uns dann überraschen, wenn wir davon attackiert werden. Warum leuchtet das? Jetzt wird drauf schießen, während ich daneben stehe. Immer smart. Da geht's rauf. Da geht's rein. Da drin ist nichts. Also gehen wir rauf. Ich. Okay, ich dachte, das Ding hat sich wegbewegt. Gott sei Dank, dann ist es nicht so gruselig, wie ich dachte. Hallo? Noch ein Safe Point. Das ist aber großzügig. Hoffentlich bleiben die Sachen auch schön da hinter der Tür. Wahrscheinlich nicht. Wir haben mal alle Dunen gesehen. Und natürlich auch Tremors.
Das heißt, umso mehr Krach ich jetzt mache, desto mehr werde ich wahrscheinlich gleich ermordet. Gut, dass ich nie Krach mache. Und ich immer die Ruhe in Person bin. Das Geräusch von diesem grabenden Etwas macht mich doch ein wenig nervös, muss ich zugeben. Nicht der größte Freund. Warum ist der... Ist der eingesponnen oder ist der eingeeist? Der ist eingeeist, oder? Der ist verbrannt. What? Und der ist einfach... Wahrscheinlich hat er sich beim Essen... Ja, der hat sich beim Essen verschluckt. Wahrscheinlich gab es Chipotle und... Hat sich verschluckt und dann hat er sich zu Tode geschartet. Ja. Detective Jago hat den Fall mal wieder gelöst. Ich sollte echt mal meine eigene Detektei aufmachen. Detektiverie. Meine Detektiverie! Klingt wie eine ganz schlimme Krankheit. Wie Detektiverie, okay. Hier sind Türen. Mehrere. Und sehr wenig Gegner. Was mich nur noch paranoider macht, ehrlich gesagt. Ja, noch einer, der sich zu Tod geschartet hat mit dem Chipotle. Da geht's wahrscheinlich weiter. Kann ich hier rein? Die Tür leuchtet. Ja, ich kann hier rein. Hier ist ein Item. Hier ist echt nichts, was mich umbringen will. Ich finde es übrigens cool, dass hier so, so kleine Räume sind, wo einfach dann irgendwelche Spinde drin sind, wo die Arbeiter dann wahrscheinlich halt einfach ihre Sachen drin gelagert haben, während sie Schicht hatten. Finde ich ein sehr cooles Detail, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist halt absolutes Standard, seine Map so aufzubauen, aber ich finde es halt cool, dass sie trotzdem dran gedacht haben. Überall tote Leichen. Lebende Leichen gab es nur im ersten Level. Sag mal, hier muss doch jetzt noch irgendwas mich mal attackieren. Was ist denn das? Oh. Wo könnte denn ein Boss auf mich lauern? Und was für eine Art Boss könnte es nur sein? Oh, es ist tatsächlich was anderes, als ich erwartet habe. Er? Warte, was? I see the access to the old lab, but I'm not alone. Kolmerel, holy seller of Bostovovoy. Sigyard Sotem. I thought you were bigger. Ui! Oh nein! Oh! Sephiroth! Der kriegt bestimmt viel Schaden vom Feuer. Geht schon einigermaßen. Oh, zu langsam. Der Heavy Attack darf es auf jeden Fall nicht sein. Der darf sein. Und dann nochmal. Nice. Und wieder Shotgun. Oh! Zalan, keep. Zalan, keep up. Keep up. Take a pressure, put a little makeup. Oh, yay. Plonk. Oh, ich bin drin gefangen. Ich bin drin gefangen. Nein, ich wollte keine Heavy Attack machen. Oh, what denn? Der hat viel Schaden gemacht. Ich glaube, der Fight ist an sich nicht so schwer. Man muss sich halt nur ein wenig Mühe geben. Da sollte ich jetzt vielleicht nicht irgendwo in der Nähe stehen. Okay, das hat nicht genug Rage. Ah! Wieder hochstacken. Gut, das kann er gar nicht zu mir machen. Klonk. Klonk. Ganz netter Schaden. Sein Schaden ist auch ganz nett. Au. Der hat ein richtiges Moveset. Hinter mir. So, jetzt schnell. Oh, das hat mehr Reichweite, als ich dachte. Schnell, schnell, schnell. Los, 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 los. Haha! Au! Da hätte ich ausweichen können. War aber zu bad. Komm schon! Verbrenne! Ich will den Status-Effekt auf hier drauf haben. Los! Geht doch. Wo ist er? Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist unfair. Der hat sich da hingestellt, wo ich ihn nicht sehe. Der kämpft nicht fair. Ach Mann. Oh, what? Der Damage! Ich habe gerade im Ladebildschirm gelesen, dass jede Waffe einen passiven Effekt hat,
wenn der Gegner ein Element auf sich drauf hat, dann löst deine Waffe noch einen zusätzlichen Effekt aus, wenn die entsprechende Fähigkeit drauf ist. Also wenn der Gegner zum Beispiel Feuer drauf hat, dann kann ich mit Flammenschlag noch mehr Schaden machen. Das heißt, wenn meine Shotgun Flammenschaden macht, was sie ja tut, und ich ein Säureschwert benutze, dann verschwende ich die ganze Zeit Schaden scheinbar. Deswegen crafte ich mir jetzt mal ganz fix hier eine dickere Waffe. Oh ja, mehr Damage. Mehr Damage ist immer gut. Und dann klebe ich dann noch drauf. Attack Speed, weniger Kosten, ja, da ist alles so ein bisschen drauf. Ich glaube, wir machen einfach das Beste rein, was ich habe. Dann machen wir das da. Herstellen. Ja. Und das müsste jetzt auch ein Damage-Upgrade sein. Damage ja, Verteidigung nein. Das ist aber okay. Verteidigung ist ja wurscht. Hauptsache, ich mache jetzt mehr Schaden. Jetzt leuchtet das ganze Ding halt rot. Und dann probieren wir das doch mal aus. Und jetzt brennt er. Und wenn ich ihn jetzt schlage, habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich mehr Damage mache, aber es ist halt schwierig, wenn er auch gleichzeitig angreift. Jetzt warte doch mal, Mann. Ich sehe es nicht. Es kann sein, dass ich jetzt mehr Schaden mache. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nicht der beste Gegner, um das rauszufinden, rauszuprobieren. Schnell, 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 schnell. Nice. Muss mich erstmal aufs Dodgen konzentrieren. Schießen, schießen, schießen und dodgen. Nein! Der Tod! Okay, doch nicht. Das ist der Tod. Yeah, boy! Was willst du machen, Alter? Oh, weiter schlagen einfach, okay. Wo ist er? Wo ist er? Wow! Was ein Styler! Der hat es on beat gemacht mit der Musik. Richtiger MMO-Spieler. Holy shit. Oh mein Gott. Weil in MMOs, wenn man Musik, die richtige Musik anhatte, macht man mehr Damage. Weiß ja jeder. Der one-shottet mich damit! Ich glaube, die Waffe macht tatsächlich jetzt mehr Schaden, weil wir Feuer drauf haben. Das ist gar nicht ganz cool. Ui. Das habe ich doch geblockt. Wieso macht das trotzdem so viel Damage? God damn it. Jeez, Luis. Okay, nochmal heilen. Oder Mana auffüllen. Dann nochmal heilen. Mana, Energie, was auch immer. Blocken. Dodgen. Okay. Es ist nicht schwer zu dodgen an sich. Aber manchmal schaffst du es halt nicht. Und dann bist du tot. Oh God. Propeller, man. Ah, geblockt. Trotzdem 200 Damage bekommen. Bleib doch mal jetzt auf dem Battlefield. Mein Dude, wir können doch einfach drüber kämpfen. Oh, das war sehr close. Nein. Oh, goddammit. Wieder drauf schießen, dass das voll bleibt. Erwischt. Ich weiß nicht, wo er ist. Er hat halb AP, ausnahmsweise. Oh, da ist er. Oh, der Damage kommt schon. Nein, ich wollte schießen. Ich habe auch L2 gedrückt, aber. Sehe ich kritisch? Ich. Schnell, schnell, schnell. Nochmal, nochmal, nochmal. Schnell, schnell, schnell. Nice. Hinter mir! Jetzt wieder mit der Shotgun draufballern, bis der Stack oben ist. Komm schon nochmal. Ah, der hat mich getroffen. Ihn schlagen lassen. Ja. Und jetzt. Ach ja, stimmt. Manche Sachen kann man ja nicht blocken. Deswegen muss ich dann versuchen auszuweichen. Oh, sehr schön. Weg, weg. Drauf, 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 drauf. Immer weiter. Drauf. Was? Oh mein Gott. Ich will volle HP haben, dass ich nicht versehentlich von irgendwas gewonshottet werde. Dammit. Versehentlich angegriffen. Oh Gott, das hätte mich fast getroffen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, er ist noch schwerer als gedacht. Oh Gott. Das hätte mich nicht treffen dürfen, da stand ich nicht. Egal. Schießen. Darf meine HP nicht leer werden lassen. Logischerweise. Darf mich nicht mehr treffen lassen.
am besten zumindest nicht mehr treffen lassen. Oh je, yeah. Wo ist er? Krieg meine Stacks nicht hoch. Na gut, dann ohne Stacks. Warum konnte ich jetzt nicht ausweichen? Ich verstehe das manchmal nicht. Oh oh. Kein Stamina, ich war zu greedy. Oh oh. Wir haben gesehen. Nein! Oh Gott. Please. I beg. I actually beg. Begging for my life right now. Kill ihn! Yes! Gott sei Dank. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Was? Ist er gerade durch die Zeitachse geflogen? Und wir, kämpfen wir eigentlich auf verschiedenen Zeitlinien einfach gegen ihn? Oder wie ist das gedacht? Wo bin ich? Ah, ich bin durch die Tür gegangen. Okay. I mean, there are signs of combat here. The drillers didn't stand a chance. What did they do here exactly? The lab is the brain of the entire installation. They create forms of maximizing the installation's potential with technology and experiments. What kind of experiments? I guess we're going to find out. Okay, wir haben den bösen Obermods besiegt. Das war schneller als erwartet, ehrlich gesagt. Aber ich werde mich nicht beschweren. 35.000 Naniten, dafür gehe ich jetzt nicht zurück. Da habe ich keinen Bock zu. Keinen Bock drauf. Was haben wir denn hier auf der linken Seite, auf der Westseite? Hier sind Kisten. Kisten muss ich zerschlagen, denn das kann ich. Dafür werde ich bezahlt. Oh, ich wünschte, ich würde dafür bezahlt werden, Kisten zu zerschlagen. Das wäre ein Traum. Einfach den ganzen Tag mit einem Hammer auf Kisten drauf moschen. Geil. Wird wahrscheinlich auch sehr schnell sehr öde. War das gerade ein Atmen? Ein mechanisches Atmen? Oder war das ein Aufzug, der irgendwo anhält? Das ist auf jeden Fall irgendwas Großes. Ich glaube nicht, dass es eine Maschine ist. Was zum Geier bist du? Au! Natürlich. Komm schon! Komm schon! Ich finde es übrigens ganz schön unfair vom Game. Das muss ich jetzt mal trotzdem ankreiden. Dass wenn du am Boden liegst und dich nicht wehren kannst, du trotzdem noch Schaden bekommst. Das ist ja bei Dark Souls auch nicht so. Wenn du dann am Boden liegst, dann hast du halt gerade in dem Moment Iframes. Bis zu dem Moment, wo du wieder Rollen drücken kannst. Naja. Machst du nix. Ach guck mal, hier haben sie zweimal die gleiche Leiche hingekopy-pastet. Ist ja auch süß. Ah ja, da. Ah ja, das hab ich mir gedacht. Ist der Schnellmann. Bist du auch mal fertig? Natürlich, wenn er fertig wird, dann... Oh mein Gott, sind die nervig. Die sind ja hyper nervig. Sehen cool aus, aber... Okay, man kann hinter die kommen. Das geht dann noch. Das ist okay. Das kann ich verkraften. Dolmenfragmente. 8 Stück jetzt mittlerweile. Ich werde die wahrscheinlich niemals ausgeben. Was haben wir hier? Wir empfangen Daten und Gleichungen, die das Gefüge des ganzen Universums erklären. Die Stimme von der anderen Seite, Tarvus, bietet uns Technologie an, damit wir Teil von etwas viel Größerem werden können. Die Stimmung ist aufgeheizt. Nicht jeder traut ihm, aber wenn man bedenkt, was er uns bisher gezeigt hat, stehen wir vermutlich kurz vor einer noch nie dagewesenen wissenschaftlichen Revolution. Naja, wenn ihr es tatsächlich schaffen oder geschafft hättet, dann wärt ihr wahrscheinlich noch hier. Oh, oder sie haben es geschafft und sind genau deswegen nicht mehr hier. Weil sie es geschafft haben, in ihr eigenes Valhalla zu kommen. Und dort jetzt in Frieden und Wohlstand miteinander koexistieren. Ja. Das wird es bestimmt gewesen sein. Hier sind überall Supercomputer, das sieht alles aus wirklich wie ein Dead Space, das ist sehr cool, sehr cool. Hier ist noch ein bisschen Bling Bling, sehr cool, sehr cool. Irgendwelches Crafting-Mats-Zeug.
ein oder zwei Leichen von Feuerwehrmännern. Ich finde, die Uniformen von denen sehen ein bisschen aus wie Feuerwehruniformen. Hier ist keine Tür. Wir bedenken dann, dass hinten, wo unser Checkpoint war, unser Safepoint, unser Leuchtfeuer, unser Bonfire, was auch immer, unser Beacon, dass da noch weitere Wege waren. Ich will es aber trotzdem... Sieht ein bisschen aus wie ein Compressor Doomguy da oben, das Bild. Naja. Was sind das? 3D-Drucker? Läuft auf jeden Fall alles noch. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Wenn alles noch läuft. Da liegt noch was Gelbes. Okay, sonst ist hier nichts. Hier ist also nur Lore jetzt gewesen. Kann ich hier sonst nichts weiter machen, ja? Na gut, dann gehen wir zurück zu dem Beacon. Okay, aus der Richtung sind wir gekommen. Dann gehen wir doch mal hier in die zentrale Mitte. Ich glaube zwar nicht, dass es da weitergeht, aber vielleicht finden wir ein Item hier. Ah, guck mal an. Papa hatte wie immer recht. Wie immer. Und scheinbar geht es hier tatsächlich auch nicht weiter. Also hatte ich gleich doppelt recht. Haha! Gut, dann bleibt ja nur noch ein Weg. Und wenn der jetzt auch eine Sackgasse ist, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Hallo. Gibt es hier irgendwo Leute? Irgendwo Menschen? Irgendwer, der noch lebt? Vielleicht auch einfach keine Menschen, sondern die Leute, die hier vorher gewohnt haben? Die Waha. Die Waha, die meine ich natürlich. Nicht die Waha. Ups. Es ist schon wieder sehr, sehr leise. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich von irgendwas angeschrien. Nein, ich wollte sagen, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich in irgendwas reinrennen. Zum Beispiel irgendwelche Dinger, die Propeller vor sich haben. Die ich nicht so wirklich in mein Herz schließen kann. Ich finde die nämlich echt, ehrlich gesagt, sehr nervig. Da ist was, was ich kaputt machen kann. Die obligatorischen Zelda-Kisten. Ups, ich häng fest. Ah! Ich hasse es, recht zu haben. Komm! Oh. Also das sind bis jetzt die schlimmsten Gegner im ganzen Game. Alles andere ist ja... Ist ja absolut okay gewesen. Aber die... Die hasse ich jetzt mit einer... Mit Hingabe hasse ich die. Oh mein Gott! Nein, ich habe nicht geschlagen! Stop! Wenn er mich jetzt trifft. Von da hinten. Okay, nochmal doppelheilen. Was mache ich gegen die? Okay, ich bin jetzt hinter ihm, jetzt bin ich eigentlich safe, ne? Klonk. Gut. Also muss ich nur irgendwie schaffen, hinter ihn zu kommen. Wenn er da ist. Kann ja nicht so schwer sein, nicht wahr? Die Schmarr-Leute, kann nicht so schwer sein, nicht wahr? Hier macht's piep, 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 piep. Kann ich hier irgendwas lesen? Gibt's hier irgendwelche Data-Logs? Gibt's hier irgendwas... Womit ich irgendwas erfahre? Lore? Story? Plot? Dialoge? Weisheit? Wisdom? Knowledge? Irgendwas? Offensichtlich nicht. Da wurden ein paar Leute an die Wand getackert. Och nö. Jesus! Mit dem habe ich nicht gerechnet. Oh, ich habe mich erschreckt. Und da ist noch was. Oh, nein, mein Gott. Nein! Au. Au. Wo ist er? Ach. Stop it. Nein. Please don't. Just die already. Jetzt wäre ich fast noch verreckt. Okay, Energie voll machen. Wir gehen hier drüben hin. Nehmen uns dieses schnucklige Item noch mit. Das ist... Och nö, nicht so ein Ding schon wieder.
Und dodgen. Und dahinter kommen irgendwie. Ich muss irgendwie dahinter kommen, wie das funktioniert. Okay, der war doof. Tut mir leid. Tut mir nicht. Klunk. Ah. Fühlt sich aber umso befriedigender an, die zu töten. Wenn man sie nicht sofort killt. Fühle ich mich wie ein Genie, wenn ich was ermorde. Yeah. Und hier sitzt nicht so wirklich viel, außer diesen komischen Kisten hinter uns war eine Tür. Hier ist ein riesiges... Ich glaube, die Fachleute nennen es Ding. Nennen wir es Mixer. Es ist ein Mixer. Da komme ich nicht rein. Die ist entweder von der anderen Seite zu oder insgesamt zu. Das weiß man in dem Spiel leider immer nicht genau. Weil nicht jede Tür, die man nicht aufkriegt, ist ein... Also, falscher Anfang. Nicht jede Tür, die man sieht, kriegt man auf. Aber nicht jede Tür, die man von Anfang an nicht aufkriegt, geht gar nicht auf. Weil es kann ja sein, dass man die von der anderen Seite oder mit einem Hebel oder so aktivieren kann. Das sieht ein bisschen aus, als würde ich jetzt gleich hier mich irgendwas stellen müssen. Das sieht cool aus. Obwohl es einfach nur Gitter sind und irgendwelche Röhren unten drunter. Ach, sieht schon schön aus. Bäh. Oh, der hat Gold, ne? Tentakelschnurbel. Ach, das ist aber nur Feuer. Okay. Ja! Keine Energie mehr. Also Energie schon, aber keine Ausdauer. Was? Schlag ihn! Nein, steh nicht hier vor ihm! This is so sad. What? Der Damage, den der gemacht hat. Kann ich gleich nochmal eine Energiebatterie schlucken? Energie schlucken Batterie. Ah, und das elektrische Surren von den Röhrenglühbirnen. Wie heißen die denn? Die haben doch einen Namen. Halluzinogenröhren, glaube ich. Glaube ich. Da versagt mir gleich die Stimme. Weiß ich nicht. Halt die Röhren, die immer so machen. Und klick, klick. Ich glaube, die benutzt man heutzutage gar nicht mehr, ne? Ich nehme alles zurück. Das ist der riesige Mixer. Okay. Das ist tatsächlich Umbrella. Kann ich da drauf springen? Das macht bestimmt Spaß. Für eine Sekunde, bevor ich zerdrückt werde. Okay. Da sollte ich versuchen, nicht reinzufallen. Kann ich hier rein? Ah, ich wusste, hier muss irgendwo ein Safe Point sein. Und hier ist sogar Lore. Sicherheitsprotokoll. Die Einrichtung wurde beschädigt. Die Abriegelung hat begonnen, aber trotzdem kommen mehr und mehr von ihnen. Nur wie und woher? Wir haben Schreie gehört, auch von draußen, aber wir können nichts tun. Ich hoffe nur, dass die Tür hält. Das hoffen wir alle. Okay, hier ist nichts weiter außer ein bisschen Loot. Dann kann ich jetzt hier speichern gehen und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Da ist die Playlist und abonnieren dürft ihr auch und liken und kommentieren und ihr wisst ja alles, was ihr so machen sollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.